Unsere Klimaanlagen wurden bisher mit dem FCKW-Kältemittel R12 betrieben. FCKW, also Fluorchlorkohlenwasserstoff, ist wegen seiner Chloratome stark umweltschädigend. Sie zerstören die Ozonschicht, die für uns einen natürlichen Schutzschild gegen schädliche Strahlung bildet. Fluorchlorkohlenwasserstoffe sind aber auch noch mitverantwortlich für den sogenannten Treibhauseffekt. Dieser entsteht durch ein Festhalten der Sonnenwärmestrahlung in der unteren Atmosphäre. Er führt zu einem Temperaturanstieg mit noch unkalkulierbaren Klimaänderungen. Der Einsatz von FCKWs wird in absehbarer Zeit weltweit verboten sein. Noch vorhandenes FCKW-Kältemittel muss recycelt werden. Und genau das wird mit der geeigneten R12-Servicestation ermöglicht. Das neue Kältemittel R134a basiert auf Fluorkohlenwasserstoff ohne Chloratome. Hierfür wird die R134a-Servicestation verwendet. Zu erkennen ist eine R12-Klimaanlage an den Schrader-Ventilanschlüssen. Und eine R134A-Klimaanlage an den Schnellverschlusssteckern. Auch bei den Kälteölen und einigen Bauteilen der Klimaanlage gibt es Änderungen. Bei R12 wird Mineralöl. Bei R134A dagegen Synthetik-PAG-Öl zur Kompressorschmierung beigemischt. Es darf unter keinen Umständen verwechselt werden. Der Kompressor hat unterschiedliche Dichtmaterialien. Kondensator und Verdampfer sind für R134A kupferfrei. Die Trocknerflasche ist neu konzipiert und wird jetzt auch für R12 eingesetzt. Die Steuermembran des Mehrfachdruckschalters ist bei R134A Teflon beschichtet. Das Expansionsventil hat eine unterschiedliche Membranfüllung. Außerdem wird zurzeit unterschiedliches Schlauchmaterial verwendet. Hier sehen Sie die beiden Seku-Servicegeräte. Das Seku für R12 ist blau. Das Seku für R134A grün. R12 hat Schrader-Ventilanschluss. R134A hat Schnellverschlussbuchsen. Und dickere Füllschläuche. Die beiden Geräte unterscheiden sich auch in der Materialzusammensetzung ihrer Bauteile. Aus diesem Grund dürfen Sie nur mit dem entsprechenden Kältemittel und Kälteöl betrieben werden. Seku R12 und Seku R134A erfüllen die gleichen Aufgaben. Sie unterscheiden sich aber teilweise im Aufbau und in der Anwendung. Bitte beachten Sie die entsprechende Bedienungsanleitung. Im Folgenden befassen wir uns näher mit dem R134A-Gerät.
Fremdstoffe schaden jeder Klimaanlage. Sie vermindern die Kälteleistung und fördern Korrosion. Sie müssen deshalb aus dem Kältemittel entfernt werden. Und wo das geschieht, sehen Sie hier an dieser geöffneten Servicestation. Der mechanische Filter scheidet schädliche Festteile aus. Der Filtertrockner bindet Wasser und kleinste Schmutzpartikel. Zusätzlich wird im Akkumulatortank das Kälteöl abgeschieden. Wir zeigen Ihnen jetzt die wichtigsten Anzeige- und Bedienelemente. Im Füllzylinder wird das Kältemittel gespeichert. Über diese Manometerbatterie wird die Flussrichtung gesteuert. Links die Saugdruckseite. Rechts die Hochdruckseite. Hier der Vakuumbereich. Und in der Mitte das Schauglas. Die Absperrhähne für Hochdruckseite, Saugdruckseite, Vakuummeter und Vakuumpumpe. Die Füllschlauchventile Hochdruckseite und Saugdruckseite. Achtung, diese Ventile haben Linksgewinde. Die Schläuche ruhen auf Parkstecker. Die beiden Absperrhähne für Kältemitteleintritt und Kältemitteleaustritt. Rechts daneben Kälteöleintritt und Kälteölaustritt. Darunter der Feuchtigkeitsindikator und der Ölspeicher-Service-Anschluss. Und hier die elektrische Bedieneinheit. Gerätehaupt-Tastschalter. Der Tastschalter für Absaugen ein. Die Kontrolllampe darüber zeigt das automatische Ende des Absaugvorganges an. Die Füllzylinderheizung. Darüber die Warnlampe für maximalen Füllzylinderstand oder zu hohen Gerätedruck. Und schließlich der Tastschalter für die Vakuumpumpe. Zwischen den beiden Schalterreihen der Betriebsstundenzähler. Die einzelnen Bedienabläufe sehen Sie bei den jeweiligen Anwendungen. Grundsätzlich ist bei jeder Anwendung des SECU zu beachten, nach jedem Arbeitsgang alle Absperrhähne ohne Gewalt schließen. Alle Arbeitsschalter ausschalten. Das ist auch die Grundstellung vor jedem Einsatz. Beim Umgang mit Kältemitteln müssen die Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Besteht der Verdacht, dass Luft in die Füllschläuche gelangt ist, müssen diese vor Anschluss an das Fahrzeug evakuiert werden. Das geschieht so. Gerät ist in Grundstellung, also alle Absperrhähne und Ventile sind geschlossen.
Evakuierpumpe einschalten. Langsam Absperrhahn, Vakuumpumpe und Vakuummeter öffnen. Dann Saugdruckseite und Hochdruckseite öffnen. Wenn Vakuummeter Tiefststand erreicht hat, kann die Manometerbatterie mit einem Schraubenzieher auf Skalenanfang eingestellt werden. Seko wieder in Grundstellung bringen. Erster Arbeitsgang, wenn ein Kältekreislauf geöffnet werden muss, ist immer das Absaugen des Kältemittels aus der Klimaanlage. Dazu Füllzylinderstand markieren bzw. ablesen. Füllschläuche anschließen Schlauchventile öffnen. Hochdruck und Saugdruckseite öffnen. Kältemitteleintritt öffnen. Absaugen, einschalten. Beim Absaugvorgang wird das Kältemittel einer Erstreinigung und Entfeuchtung unterzogen. Wenn der Absaugvorgang beendet ist, schaltet sich der Kompressor automatisch wieder aus. Seko in Grundstellung bringen. Jetzt können Sie am Füllzylinder ablesen, ob die richtige Füllmenge in der Klimaanlage war. Siehe technische Daten. Der nächste Arbeitsgang ist das Recyceln des Kältemittels. Dazu ist das Seko in Grundstellung. Füllzylinder-Absperrhahn eine halbe Umdrehung öffnen. Dann absaugen für maximal 15 Minuten starten. Während des Reinigungsvorganges Feuchtigkeitsgehalt des Kältemittels beurteilen. Zum Beenden des Reinigungsvorganges Füllzylinder-Absperrhahn schließen und warten, bis der Kompressor automatisch abschaltet. Das Kälteöl wird beim Absaugen und Recyceln vom Kältemittel getrennt. Zum Messen des abgeschiedenen Kälteöls öffnen Sie kurzzeitig den Füllzylinder-Absperrhahn, um Überdruck im Ölabscheider-Akkumulatortank aufzubauen. Nun Ölablasshahn ganz wenig öffnen. Ein zu weit geöffneter Ablasshahn führt zu Kältemittelaustritt und Aufschäumen des Öls im Akkumulatortank. Öl in Messbecher ablassen, die Menge notieren und als Sondermüll entsorgen. Nachdem Sie die Reparatur am Kältekreislauf des Fahrzeugs durchgeführt haben, muss zum Befreien der Anlage von Fremdgasen und Feuchtigkeit vor dem Befüllvorgang evakuiert werden. Die Klimaanlage wurde ja bereits abgesaugt. Seko ist noch in Grundstellung.
Die Füllschläuche sind angeschlossen. Die Schlauchventile werden geöffnet. Saugdruckseite und Hochdruckseite öffnen. Evakuieren einschalten. Vakuumpumpe langsam öffnen, damit bei eventuellem Überdruck in der Klimaanlage kein Schmieröl aus der Vakuumpumpe herausgedrückt wird. Vakuummeter öffnen. Während der 15-minütigen Evakuierzeit sinkt der Zeiger auf eingestellten Tiefststand. Vakuumpumpe schließen. Evakuieren beenden. Anzeige Vakuummeter beobachten. Nach 5 Minuten darf der Druckanstieg maximal 50 Millibar betragen. Seku wieder in Grundstellung bringen. Um Zeit zu sparen, bietet das Seku R134A die Möglichkeit, gleichzeitig zu recyceln und zu evakuieren. Um das zu ersetzende Kälteöl in die Klimaanlage füllen zu können, muss genug Kälteöl im Ölspeicher sein. Die Anlage ist abgesaugt und evakuiert. Seku ist in Grundstellung. Nur der Hochdruckschlauch ist am Fahrzeug angeschlossen. Hochdruckschlauchventil öffnen. Absperrhahn Kälteöleintritt leicht öffnen, bis die notwendige Ölmenge aus dem Ölspeicher entnommen ist. Seku wieder in Grundstellung bringen. Jetzt zur Befüllung mit Kältemittel. Der Hochdruckschlauch ist noch angeschlossen. Die Klimaanlage ist bereits abgesaugt, evakuiert und mit Kälteöl beschickt. Voraussetzung für eine Befüllung der Klimaanlage ist eine ausreichende Menge Kältemittel im Füllzylinder. Füllzylinderheizung einschalten. Zuerst wird der Hochdruckschlauch befüllt. Die Schlauchventile sind geschlossen. Kältemittelaustritt wird langsam geöffnet. Nun wird die Füllzylinderskala auf den Befülldruck eingestellt. Den Soll-Füllzylinderstand der einzubringenden Menge festhalten. In unserem Fall 1800 Gramm von dem aktuellen Kältemittelstand von 3600 Gramm. Hochdruckseitiges Füllschlauchventil langsam öffnen. Über Kältemittelaustritt dosiert einfüllen. Hochdruckschlauchventil schließen. Füllzylinderheizung ausschalten. Jetzt ist Seku wieder in Grundstellung. Der Hochdruckschlauch wird abgenommen.
Nach jedem Befüllvorgang wird das Seku einschließlich Füllschläuche abgesaugt. Ein freigegebenes Lecksuchgerät wird eingesetzt, wenn die Klimaanlage Kältemittel verliert. In diesem Schauglas wird durch Blasenbildung Kältemittelmangel erkennbar. Nach jedem Eingriff in den Kältekreislauf ist eine Dichtheitsprüfung als Endkontrolle notwendig. Das Lecksuchgerät ist so empfindlich, dass sogar Fingerabdrücke mit Kälteöl angezeigt werden können. Deshalb sind vor der Lecksuche alle Prüforte gründlich zu reinigen. Muss Kältemittel aus einer R134A-Flasche in den Füllzylinder gebracht werden, Saugdruckschlauch an die Flasche anschließen. Flasche und Schlauchventil öffnen. Flasche auf den Kopf stellen. Kältemitteleintritt langsam öffnen. Absaugen einschalten. Bei ausreichendem Füllzylinderstand Flasche und Schlauchventil schließen. Nach dem automatischen Abschalten des Kompressors ist das Seku abgesaugt. Seku wieder in Grundstellung bringen. Wenn für einen Absaugvorgang nicht genug Platz im Füllzylinder ist, ist als erstes die Füllzylinderheizung einzuschalten. Saugdruckschlauch ist an Flasche angeschlossen. Kältemitteleaustritt, Hochdruckseite und Saugdruckseite langsam öffnen. Flaschen und Schlauchventil öffnen. Wenn gewünschter Stand im Füllzylinder erreicht ist, Flaschenventil und Saugschlauchventil schließen. Kältemitteleaustritt schließen. Kältemitteleintritt öffnen. Heizung abschalten. Absaugen einschalten, um den Füllschlauch abzusaugen. Seku in Grundstellung bringen. Zum Befüllen des Seku-Ölspeichers Hochdruckschlauch an Schnellanschlussstecker Ölspeicher anschließen. Druckschlauchventil öffnen. Sie erinnern sich noch? Diese Absperrhähne haben Linksgewinde. Absperrhähne in gezeigter Reihenfolge öffnen und Ölspeicher absaugen.
Nun Absperrhähne für Kältemitteleintritt und Saugdruckseite schließen, um Ölspeicher zu evakuieren. Vakuumpumpe und Vakuummeter langsam öffnen. Hochdruckseite ist noch geöffnet. Währenddessen Schraubkappe von Öleinfüllventil abnehmen und Öleinsaugschlauch in Öldose stecken. Wenn am Vakuummeter Unterdruck deutlich sichtbar ist, Öleinsaugschlauch anschließen. Ist die Öldose leer oder der Speicher bis Markierungshöchststand gefüllt, Schlauch vom Gerät trennen. Wurde Luft mit eingeschnorchelt, Evakuiervorgang noch 3 Minuten fortsetzen, um damit die Luft aus dem Ölspeicher zu entfernen. Seku in Grundstellung bringen. Um sofort frisches Kälteöl mit dem Seku abzugeben, wird der Füllzylinder-Absperrhahn für ca. 5 Sekunden leicht geöffnet, damit Überdruck im Ölspeicher erzeugt wird. Ergibt eine Kühlleistungsmessung unzureichende Kühlleistung. So hilft das Seku weiter. Die Messung des Betriebsdruckes der Klimaanlage mit dem Seku ermöglicht eine Eingrenzung von Fehlerquellen. Gemessen werden hierbei die Druckverhältnisse der Nieder- und der Hochdruckseite.